Hallo, mein Name ist Alexandra Schuster, ich bin 29 Jahre alt und ich arbeite am Lanzerhof für die Guest Assistance am sogenannten medizinischen Helpdesk. Ich bin jetzt seit Anfang Februar hier, muss allerdings dazu sagen, dass ich mich schnell eingelebt habe und mich schon fühle, als würde ich hier schon seit Ewigkeiten sein. Also wir sind momentan noch ein Team von 7 Mitarbeitern, allerdings suchen wir immer wieder auch gerne nach Unterstützung. Wir arbeiten in 3 Schichten. Wir haben einen Frühdienst, einen Mitteldienst und einen Spätdienst. Der Frühdienst beginnt um 7 Uhr morgens. Dann haben wir den Mitteldienst um 8 und den Spätdienst um 10. Wir arbeiten auch am Wochenende. Man müsste schon damit rechnen, dass man mindestens einmal im Monat am Wochenende arbeitet. Also es ist schon so, dass man hier zum Beispiel die Zeit hat, auch noch seine Freizeit zu genießen, wenn man aus dem Job rauskommt. Und man muss auch dazu sagen, dass der Lanzerhof einiges noch anbietet, was man auch während der Arbeitszeit noch machen kann. Wir dürfen beispielsweise auch sehr viele Therapien hier ausprobieren, zum einen um zu wissen, wie die Erfahrung auch für den Gast ist, zum anderen auch, dass wir uns auch ein bisschen erholen können und auch ein bisschen dieses Wellnessgefühl vom Lanzerhof miterleben können. Also hier am Lanzerhof haben wir ein breit gefächertes kulturelles Publikum. Es kommen Leute aus aller Welt. Englisch ist daher erforderlich. Man muss auch dazu sagen, man kann auch, wenn man andere Sprachen hat, kann man sich hier auch ausleben. Ich hatte beispielsweise auch schon rumänische Gäste hier und mit meinem Rumänisch habe ich das auch ausleben können, was auch immer ganz schön ist, mal ein bisschen ein paar Landsleute kennenzulernen. Allerdings, wenn man jetzt mit dem Englischen und auch im Deutschen eben mit den Fachbegriffen nicht so gut hinkommt, gibt es eigentlich auch viele Fortbildungen, die wir auch machen können, sowohl im Englischen als auch für uns gibt es auch Fortbildungen, dass man eben ein bisschen medizinisch weiterkommt, dass man da auch jede Begriffe eben auch lernt und auch dann fest einsetzen kann. Zum einen ist es sehr wichtig, dass man ein Teamplayer ist. Wir arbeiten hier sehr stark zusammen im Team. Es ist gut, wenn wir uns auch verstehen könnten untereinander. Zum anderen sollte man von den Arbeitsweise und auch von den Arbeitszeiten recht flexibel sein. Wir werden öfters eingesetzt und müssten da auch ein bisschen individuell auf gewisse Herausforderungen eben eingehen. Wenn man Herausforderungen mag und auch gerne sie bestreitet und sie dann erfolgreich auch besteht, verliebt man sich in diesen Job.